Volkspeople, Juni 2013. Wir sind beim grössten Customizer überhaupt da in der Region, beim Reini Cervello. Der macht Dörrige und ähnliche heisse Maschinen. Oder macht aus diesen Stühlen erst heisse Maschinen. Reini, wie ist die Leidenschaft gekommen, dass du aus normalen, sagen wir, Töff halt wirklich ganz spezielle Geschosse machst? Ja, die Leidenschaft habe ich seit etwa 17 bin, wo ich einfach der Harley-Fanatisch bin, über einen guten Freund von Sean. Und ja, mit ihm habe ich sein Bike damals mitschrauben und bin fasziniert von dieser alten Technik, vom Sound natürlich. Und ja, es ist einfach noch richtig oldschool. Bobber heisst dein Unternehmen. Woher kommt eigentlich der Name? Und was ist der Bobber-Style? Bobber, der Name, kommt schon aus den 30er Jahren. Und es ist der Style von diesen Motorrädern, die ich baue. Oder wo man halt schon aus den 30er baute. Das heisst, man nimmt Frontfender an, Heckfender an. Alles, was nicht braucht zum Fahren, kommt weg. Der Frontfender hat man früher umgekehrt hinten rauf gemacht, aufs Heck. Und, Mal schnell zeigen für die Leute, die keine Ahnung haben, wie ich jetzt beispielsweise auch. Also, wir haben hier eigentlich ein Originale. Also, so sieht die Maschine aus, wenn sie zu dir kommt, oder? Nicht unbedingt, aber so, das ist ein Original aus den 50er, 40er, 50er, sehen sie so ausgesehen. Okay. Und vorne das grosse Blech, wo du siehst, hat man nachher genommen, umgedreht und hinten rauf da, weil hinten ist es dann auch grösser. Okay. Und hat man von hinten das Vorderblech herentun. Das Ganze hat man früher das Bob-Job gehabt, also Job, man konnte wegnehmen, oder? Vom Englischen alles. Und ja, man hat halt die Motorräder leichter gemacht. Und, aber warum hat man denn das Teil vorne weggenommen? Weil der Reifen vorne ist ja meistens schmäler wie der hinten. Das hat man ja dann viel Arbeit gehabt, also, nicht? Erstens einmal sehr Optik, oder? Vorne, du siehst so bei meinen Motorrädern, vorne sind nie eine Blecher dran. Und dann sind dann ein Ballonreifen vorgekommen, oder? Und das ist der Bobber-Style geworden, oder? Oh. Und um das Ganze abspecken, also es ist ja sehr schwer, es ist alles ein richtiges Blech, Stahl. Und einfach da zum schneller machen und halt optisch ja, schöner. Und, aber der Bobber-Style jetzt wirklich, das wäre jetzt das, müssen wir mal schnell schauen, Mirko, also das wäre jetzt Bobber-Style, oder in dem Fall? Ja, also die zwei, die jetzt gerade da stehen aktuell, die haben wir jetzt gerade über den Winter aufgebaut neu. Und das sind jetzt richtige Bobber-Style-Bikes. Und da ist nochmal, vorne kein Schutzblech, das ist ein Merkmal. Dann wie geht es weiter? Also vorne kein Schutzblech ist ein Merkmal, hinten sehr ein kurzes Schutzblech ist ein Merkmal. Die Ballonreifen sieht man denen, ist ein Merkmal. Sehr flach, tief gehalten, das sind also so Merkmale vom Bobber. Ist denn so ein Motorrad angenehmer zum Fahren wie ein normaler? Oder, also irgendwie sieht es ja nicht wirklich viel gemütlicher aus, sage ich jetzt mal so rein optisch zumindest. Ja, natürlich optisch sehen sie vielleicht nicht so gemütlich aus, wie sie schlussendlich doch noch sind. Es sind Starrräume, also da hat es noch keine Federung und gar nichts gegeben, nur vorne. Diese Gabeln sieht man auch Springergabeln, die sind aus den 40er Jahren aus, also um 48 hat man den aufgehört mit denen. Auf Wunsch hat es noch bis zu der Mitte 50er Jahre gegeben. Und Harley hat dann in 2000 umeinander noch einmal eine Serie gemacht mit Springergabeln. Und das sind halt so richtige, originelle Bobber. Das heisst, da ist Aussehen wichtiger wie Komfort, sage ich jetzt, vom Fahren? Ja, ich behaupte, jedes Custom-Bike ist Optik viel wichtiger als Komfort. Und wie weit fährt man dann mit so einem Motorrad? Also fährt man mit dem halt nur ein bisschen um, um zu zeigen, ich habe so eins? Oder geht man wirklich auf Tour mit so einem TÜV? Es ist von Kunde zu verschieden. Also ich bin jetzt zum Beispiel ich bin früher mit diesen Dingen 15.000 Kilometer im Jahr gefahren. Also ich sage jetzt, Europa habe ich fast alles besucht. Ich bin in Schweden, auf Kalabrien, Spanien, also überall hingefahren. Ich habe Kunden, die fahren heute noch die 15.000 Kilometer mit denen. Es gibt einen, die fahren keine 2.000. Es ist wirklich verschieden. Du bist in dieser Szene europaweit oder weltweit recht bekannt. Du hast ja schon verschiedenste Preise gewonnen. Was ist so das grösste Highlight, das du da je erreicht hast mit deiner Art, wie du die TÜV machst? Also das grösste Highlight haben wir jetzt gerade im Dezember, um 0.12. Da haben wir den European Champion Titel auf Bike-Bilder gemacht. Da haben wir gegen Deutschland angetreten und sind die erste Garage, nicht deutsches Team, wo der Titel European Champ im Biker-Bild gewonnen hat. Und das hat mich... Wie kann man das einstufen? Also das klingt jetzt unglaublich, aber wie kann man das einstufen als einer, der überhaupt keine Ahnung hat von dieser Szene? Ja, da wird man... Also A-Firma wird immer ausgewählt. Das ist der Huber Verlag, der das macht. Das ist, die haben verschiedene Zeitschriften. Das ist eine Biker-Zeitschrift, Tattoo-Zeitschrift, Auto.
Und die haben eine Garage also ausgewählt, das waren wir, haben uns angefragt. Und dann haben andere Garagen sich bewerben, ganz genau weiß es nicht. Und dann haben wir ein deutsches Team als Gegner bekommen. Und dann haben wir so ein Bike in 3 Tagen auf der Bühne vor den Zuschauern und vor der Jury aufgebaut. Schlussendlich hat der Fachjury 50% und das Publikum 50% Bewertung gegeben. Und wir haben beide Bewertungen 20% Mehrheit gewonnen. Mit dem Bike heißt Monarch, der Monarch. Und das haben wir eigentlich für Liechtenstadt gebaut. Es ist ein Themabike für unser Land. Und Liechtenstein ist das zweite Land, das ein Themabike hat. Also ich kenne nur Amerika mit dem Captain America, sonst wüsste ich niemand. Wo steht der Monarch? Aktuell steht er in Zürich drinnen, in der Loft 5. Das ist ein neues Lokal, das aufgegangen ist. Da habe ich die Ehre bekommen, das Bike auszustellen. Und ja, es wird jetzt so europaweit typisiert. Und ab sofort ist es zum Bestellen bei mir. Also man kann das Bike jetzt nachbauen und bestellen. Es wird jetzt typisiert. Und ja, jetzt sind wir mal in Zürich und wir schauen, dass wir da einige Aufträge bekommen. Was kostet das allgemein, wenn wir gerade schon bei den Aufträgen sind? Was kostet das überhaupt, wenn ich so ein Bike möchte umstylen lassen oder so eins kaufen jetzt bei dir? Also es ist ja so, wenn du das Bike bringst, dann machen wir sagen wir mal Bestandaufnahmen. Was willst du genau? Also wir sagen jetzt mal, ein Bike-Umbau fängt mal irgendwo bei 5'000 an, dann bist du aber noch nicht weit. Nach oben gibt es keine Grenzen, oder? Also, ich sage jetzt einmal so, wie die Rot, die da steht, so etwas kommt halt etwa auf 55'000 Franken. Also nicht der Umbau, das ist das Bike mit Aufbau. Das ist komplett restauriert. Da haben wir 1957. Und das ist natürlich also das letzte Lager, Radlager, egal was, ist alles neu dran. Jetzt auf die Auspuff dürfen wir nicht schauen, weil da haben wir jetzt auf die, müssen natürlich MFK-konform machen. Und jetzt sind wir da natürlich alles im Anpassen. Darum sind sie jetzt verkratzt, da müssen wir jetzt nochmal neue Pulver lassen. Aber ansonsten ist der so, wie er da steht, MFK-tauglich für die Schweiz Liechtenstein. Da muss aber einer recht in den Sack gelangen, oder? Also es muss eine grosse Leidenschaft sein, dass man dann so viel Geld ausgibt für so ein spezielles Bike. Ja, was heißt viel Geld, gell? Ich meine, das ist natürlich nicht alltäglich. Es ist wirklich ein Einzelstock. Und die Bike, ich sage, ein richtiges Custom-Bike, fährt irgendwo bei 50'000 an. Und dann hoffe ich, also ich sage jetzt einmal, in der Regel sind die Custom-Bikes die neueren und so sind halt vorne so bei 80 Jahren. Also bis 150'000 hoffe ich. Ist das eine spezielle Kundschaft, die sich auf solche Motorräder stürzt? Oder kommt da vom Bankdirektor zum Rocker jeder zu dir? Also wir haben wirklich genau so. Wir haben den Bankdirektor, wir haben Geschäftsmänner, die bis zu 3'000 Mitarbeiter haben und wir haben den Rocker. Also wir haben querbeet. Wir bedienen alle, wir behandeln alle gleich und ziehen uns so und das passt so. Und was bist du für einen? Ich bezeichne mich heute noch nicht als Rocker, obwohl man mich als Rocker abstempelt. Ich sage, ich bin einfach die und fertig. Aber was ist ich? Ja, ich bin halt, wenn ich bin. Ich für Musik angefangen, höre ich querbeet. Also ich kann vom Schlager bis zum Rock alles hören. Ich bin nicht irgendwie gebunden mit, ich gehe noch in das Lokal oder in das Lokal. Also ich gehe da in ein schickes Lokal, ich will einfach hier in ein Rockerlokal. Ich tue mich dementsprechend ein bisschen anpassen, aber ich bin, sollte ich denken, kann gleich angelegt. Ja. Das einzige Rockige, das man gerade sieht, sind Tattoos, oder? Das gehört halt ein bisschen dazu. Natürlich. Ich meine, ich habe schon mit 17 Jahren angefangen zu tätowieren, aber es hat damals ganz einen anderen Grund gehabt. Und ja, dann bin ich halt ein Rocker, dann soll es so sein. Ja, ich wollte dich nicht in die Schublade pressen, überhaupt nicht. Aber wenn du das sagst, dann soll es so sein. Nein, es ist okay. Ich habe mich nie als Rocker bezeichnet, aber ja, ich weiß. Ich habe sehr die Optik von einem Rocker. Okay, Reini, hat mich gefreut. Ganz herzlichen Dank, mal ein bisschen hinter deine Arbeit zu schauen. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg da beim Umbauen und Neubauen von Bikes und Ideen und Wettbewerb mitmachen und allem, was da ist. Ja, ich bedanke mich recht herzlich. Volkspeople.